Nein, zu einem Nazi- und Stasi-Regime. Wie bist du darauf gekommen? Und so ist es doch, so hat es auch angefangen. Ja, machen wir Pause! Jede Diktatur hat schon angefangen, mit dem, dass man den Leuten etwas versprochen hat. Wir müssen schauen, wir müssen die Regel haben. So hat es dann der Hitler gemacht, der Nazis gemacht. Das ist es doch. Jede Diktatur hat schon angefangen. Spürst du gerade so diktatorische Verhältnisse? Natürlich. Ja, ich komme aus der Tierrechtsszene, du auch. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, wenn meine Menschenrechte abhandengekommen sind, dann ist es halt relativ absurd, wenn ich mich halt für die Tiere einsetzen möchte, weil wenn ich doch entrechtet bin als Mensch, habe ich dann noch die Möglichkeit, mich noch für die Tiere einzusetzen? Ich glaube, nein. Nein. Oder? Nein. Also das Positive von Bill Gates ist, er ist für den Veganismus. Das finde ich da auch. Da bin ich mit ihm gleicher Meinung. Ja. Und auch die Überbevölkerung, da muss auch etwas passieren. Aber in den Weg, der eingeschlagen worden ist, da bin ich nicht einverstanden. Und wie ich ja schon seit, ich bin schon 35 Jahre in der Tierrechtsszene, 36 Jahre, und ich habe schon immer gesagt, zuerst das Tier und dann der Mensch. Und jetzt passiert genau das. Mhm. Und auch die Menschenrechte sind nicht grenzenlos. Also da bin ich, muss ich dann schon sagen, da bin ich nicht einverstanden, dass Menschen meinen, sie können den ganzen Planeten ausplündern, sie können Tiere ausbeuten, bis zum geht nicht mehr abschlachten, da bin ich dagegen, oder? Ja. Aber da gehe ich natürlich jetzt auf die Chance, wieder geht es auch um meine Menschenrechte. Das heisst, ich habe in Spanien nun gerettete Tiere und die kann ich jetzt nicht besuchen. Ich kann nicht helfen arbeiten auf dem veganen Tierrettungshof, auf El Hogar. Oder ich würde gerne auf Costa Rica, weil ich will noch einen eigenen Tierrettungshof machen. Und das ist überhaupt nicht möglich. Jetzt bin ich blockiert. Also in meinem Umfeld, das kann ich schon machen, oder? Das mache ich hier in der Schweiz. Aber ich kann nicht weiterdenken, weil ich ja nicht weiss, was auf uns alles noch zukommt. Am Schluss, ich meine, man sieht ja, sie wollen das Bargeld abschaffen. Das heisst, eine totalitäre Kontrolle über die Menschheit. Und wenn eine totalitäre Kontrolle über die Menschheit ist, ja, dann möchte ich dann schauen, wie wir dann noch den Tieren helfen können, wenn man uns total kontrolliert. Außer sie dürfen natürlich den Veganismus einführen. Das wär ehrlicher gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir dürfen jetzt aufhören, Veganismus aufhören. Weil, wenn ein Kalb, da muss ich noch sagen, wenn ein Kalb Durchfall hat, dann ist es ein Corona. Die Tiere haben alles Corona und die Leute essen die Viren von den Tieren, also auch Corona. Warum werden dann die Schlafer? Warum ist man dann nicht so konsequent? Weil man, auch die Politiker wissen das, wo also halt die Zoonosen herstammen und herkommen. Ja. Warum werden denn nicht die Schlachthäuser geschlossen? Wie kann man sich das erklären? Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass vielleicht Leute schockiert werden, wenn man jetzt heisst, wir müssen die ganze Ausnutztierlandschaft abschaffen. Weil wir müssen mal achten. Überall heisst es mutiert und die Leute stecken sich an. Von den Schlachthäusern redet gar niemand. Wie es dort so hergeht. Aber auch keine Politiker. Ich verstehe, meine Politiker, also ich weiß nicht, ob es da einen Veganer gibt darunter. Ich weiß es nicht. Aber es wird... Es hat eine Nationalrätin von den Grünen, wo Merit Schneider. Merit Schneider meinst du? Sie ist Veganerin, aber die ist für mich für Füchse, oder? Mhm. Ich meine, man muss, wenn man als Veganer in der Politik ist, dann muss man halt auf die Hinterfüße stehen und muss anstehen für ihn seine Ideologie oder für das. Nicht nur Sympathien erhaschen, und oder? Nicht nur Sympathien erhaschen, weil sie ist ja nur gewählt worden dank der Tierschützer und Tierrechtler, dank der Veganer. Aber von denen hörst du auch nicht. Und ich habe auch Reimann geschrieben. Ja. Lukas Reimann. Ja. Geschrieben, die hören alle aus der Ämter rausgejagt. Das wäre dann auch konsequent. Weil die sind alle am Schlafen. Die Linken sind am Schlafen. Warum? Warum sind die Linken am Schlafen? Für mich, also ich bin ja früher ganz links gewesen, oder? Ich auch. Wenn ich heute das anhöre, irgendwann habe ich müssen sagen, ja halt, die Linken wenden den Kommunismus. Aber die sind keine Tierfreunde. Die Linken sind keine Tierfreunde. Die interessiert gar nicht. Denen geht es am Arsch vorbei. Und noch nicht mal Menschenfreunde. Nicht einmal Menschenfreunde. Weil ich immer sage, zuerst das Tier und dann der Mensch. Ich habe immer geschrieben, überall in der Foren. Überall habe ich schon geschrieben, auf euch kommt noch etwas Grauenhaftes zu, wenn ihr nicht endlich zurücksteckend mit eurem Lebensstil kommt auf euch noch Grauenhaftes zu. Nur
Wie da, was da gemacht wird, da bin ich nicht einverstanden. Ich glaube nicht, dass Masken etwas nützen. Nein. Da bin ich, da steht ja noch drauf auf der Maske, dass sie nichts nützen. Das ist für mich, die Leute unterdrücken, die Leute, also totale, sie wenden, also für mich, eine totale Entmündigung, totale Macht und eine Diktatur. Entmündigung, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich nenne das wirklich, das ist in die Knechtschaft, genau, und es ist wirklich Entmenschlichung. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie jetzt diesen hybriden Menschen da irgendwie, das wird wahrscheinlich auch kommen, die Medaille hat zwei Seiten. Aber ich möchte dennoch Mensch bleiben. Ich bin Tierrechtlerin, aber ich möchte auch Mensch bleiben. Natürlich. Und das finde ich auch sehr wichtig. Oder ich tue ja nebenbei mit meiner Tierrechtsarbeit. Tierrechtsarbeit ist immer Tierschutzarbeit. Ja, genau. Gleichzeitig. Ja. Und das tun die Leute vergessen. Die meinen, wir sagen irgendwelche spinnige, fanatische Veganer. Mhm. Und Tierschützer, das ist alles nicht wahr. Mhm. Das ist alles nicht wahr. Tierschutz ist Menschenschutz. Ja. Und ich komme aus einer Metzgerfamilie, oder? Sogar? Ja. Okay. Mein Vater und zwei Brüder von mir sind Metzger. Ja. Mein Vater auch, mein Onkel auch. Ne? Und dann bist du in die Rebellion gegangen? Ja, also mein Kann Vater wird so dann kein Tier töten. Das ist klar. Aber ich bin die Einzige in der Familie, die Veganer ist. Ja. Ja. Meine Eltern leben nicht mehr. Ja. Nein, was da abgeht, da bin ich. Und jetzt gehe ich halt auf die Rechte. Was ist deine Hoffnung? Also ich sehe gar keine Hoffnung. Ich sehe, wenn nicht endlich mal eine Milliarde Schweizer auf die Straße gehen, geht gar nichts. Mhm. Wenn man denkt, wir sind jetzt in der Knechtschaft, wir zahlen ja die noch. Wir zahlen ja die. Die tun ja unser Geld verlochen.